An dieser Stelle ein kleiner, kurzer Geheimtipp. In einer der letzten Folgen habe ich euch das Wassersystem vorgestellt, das ich hier verwende. Und von einem unserer aus der Community, ich schaue mal, dass ich den Namen noch raussuche, gab es diesen kleinen Tipp, dass das Wasser keinen Rückstoß hat und nicht mehr rausläuft. Habe ich jetzt umgesetzt, werden wir gleich sehen, ob es tut. So, wer das auch macht, zu lang. Ich kürze es mal ein und teste es dann. Also zunächst mal ein bisschen weniger abmachen und weg damit. Dieser Trinkwasserschlauch ist wirklich sehr, sehr robust, mit Gewebe durchzogen und innen sehr glatt. Also ich kann euch nur empfehlen, mittelfristig, wenn ihr was machen müsst, weg von den Gardena-Schläuchen oder den 0815-Schläuchen zu gehen und so einen echten Gewebeschlauch zu verwenden. Also, neuer Versuch. Jetzt wird es spannend. Jetzt sehen wir gleich, ob es tatsächlich noch wieder einen Rückstoß gibt. Genial, es wirkt wirklich. Also was so ein Stück von, ich nehme jetzt mal an, so ein Spannbreit bewirkt. Ich kann vollen Druck geben aus der Leitung und keinen Rückstoß. Perfekt, bin glücklich.